Finger im Bild. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. So, ihr nehmt jetzt auf. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja, perfekt. So, alles klar. Dann 3. Oh, guck mal, da kommt noch jemand. Ne, da kommt keiner. Alles klar. So, dann 3, 2, 1. Soll kein Schnittchen. Wir sind ja am Webvideopreis. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es mega vercheckt auf dem Webvideopreis. Ja, wir saßen da irgendwann vor der Bühne. Ja. Ja. Und dann ist uns aufgefallen, oh mein Gott, die Sitze sind so verkackt eng. Das funktioniert überhaupt nicht mit dem Massieren. Und ja, deswegen haben wir uns doch mal überlegt, machen wir als Alternative direkt vorm Kölner Dom. Ja. Und damit ihr auch seht, dass das für Peter auch so eine gewisse Peinlichkeit trotzdem hat, kann ich mal kurz rüberschwenken. Ja, man sieht hier, Kölner Dom, hier sind noch überall Leute. Nicht ganz so voll wie sonst. Nicht ganz so voll wie sonst, aber eine schöne aber Kulisse. Ist halt ein bisschen spät dran. So, machen wir erstmal so eine schöne Panoramaaufnahme hier. Guck mal, hallo Peter. So, alles klar. So, das ist gut. Dann würde ich mal sagen, Peter, du musst Du musst jetzt in der Zeit filmen natürlich, während ich massiere. Also genau. Du musst den Kameramann machen. Richtig. Ich filme jetzt einfach mal so ein bisschen. Ja. Da wird rumgeschrien. Ja, hier wird geraped. So, also ich würde mal sagen, du fängst einfach mal an. Ja. So, hast du deine Hände geölt und so weiter? Ja, pass auf. Guck mal. Ich entferne dir jetzt erstmal den Schuh, ja? Oh. Weißt du, das Geile ist, ich bin... Oh, boah, da müsste eigentlich... Guck mal, ich habe sogar noch ein Loch im Strumpf. Ja, ich bin seit heute Morgen unterwegs. Oh Gott. Ja, und die sind schön warm. Möchtest du mit Socken oder möchtest du ohne Socken? Weißt du, ich will nicht ganz so hart sein. Mach mal mit Socken, das ist in Ordnung. Okay, mit Socken, die sind schon auch schön voll gesaugt mit Schweiß, deswegen, da geht's voll klar. Das Schöne ist, ich hab dich voll drauf, mit Fuß und allem. Ja, so. Ja, wobei, eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Was hat er denn jetzt? Oh mein Gott, der hat sich Handschuhe mitgebracht. Ja, sehr geil. Ja, so geht das nämlich nicht. So, Moment, jetzt hoffe ich nur, dass ich die einigermaßen anziehen kann. Handschuhe sind ja immer so eine Größensache. Das ist so geil, ey. Oh, schön. Was habe ich die denn jetzt richtig rum? Ja, so ist richtig rum. So. Falls ihr euch gerade wundert über das Bild, das ist so eine gewisse Fischaugenoptik, also Weitwinkel, also wundert euch nicht. Aber so haben wir wenigstens noch den Dom hier drauf. Oh. So, oder guck mal, die Leute gucken schon. Ja. Ja. Oh, guck mal, wir haben sogar einen Zuschauer. Ja, genau. Möchtest du mit dem Bild sein? Ja. Ja, möchtest du mal einmal Hallo sagen? Hallo. Einmal Hallo an die Community. Wie ist denn dein Name? Ich bin Fabius. Fabius? Ja, genau. Ja, sehr schön. Er hat direkt seine Begleitung mitgebracht. Genau. Ja, wir haben ja unsere Bestrafung. Peter muss mir nämlich jetzt ein bisschen die Füße massieren, ja? Ja, ich hab's gesehen. Boah, guck mal, sogar mit Publikum, Peter. Da stehst du doch drauf, oder? So, jetzt sofort bin ich auch fertig, mal endlich. So. Oh, geil. So, jetzt bitte einmal bücken. Ich hoffe, du hast geübt. Ja, wie soll ich denn üben? Pass auf. Fußreflexzonenmassage. Erst ganz mal kitzeln. Oh, das ist voll gut. Ja, wobei mit das Socken ist richtig das gut. Gar nicht so richtig mit der Kitzelei, wa? Ja, doch, das geht klar. Okay, boah, hier, guck mal. Oh. Ich fange erstmal ganz vorsichtig an. Boah, guck mal. Wie geht's deinen Zehen? Meinen Zehen geht's gut. Meinen Zehen geht's richtig gut, Peter. Ja, okay. Oh, ist das gut. Ich fange jetzt mal so ein bisschen an zu spreizen. Ja, ihr müsst zu massieren. Ja. So. Oh, ist das schön. Ist das nicht geil? Alter, der macht das richtig gut. Ja, der macht das richtig gut. Ich will den auch gar nicht kitzeln, den Jungen. Ich will ja auch, dass es dem gut geht. Ja. Ne? Ich meine, Bestrafung ist ja hier auch, ne? Ich will das ja vernünftig machen. Ich will allerdings nicht mit meiner Nase zu nah dran kommen, dass dann noch ein bisschen zu gefährlich ist. Das Schöne ist, ich bin ja schon den ganzen Tag unterwegs gewesen, habe nur im Auto gesessen und im Zug und da kommt das richtig gut. Ja, das glaube ich dir. Oh, guck mal, was ein Service, ey. Genießt du es, Peter? Ja, das ist voll angenehm gerade. Ist geil, oder? Ganz ehrlich, wenn du diese Handschuhe anhast, fühlt sich das, glaube ich, noch 5-mal ekelhafter an, als wenn ich die Handschuhe nicht anhätte. Schon so ein bisschen, ne? Weil ich spüre jetzt gar nicht deine Socke in dem Sinne, sondern ich spüre nur die Feuchtigkeit der Handschuhe von innen irgendwie so leicht. Das ist irgendwie, naja, aber ich möchte trotzdem natürlich, ne, dass es dir gut geht hier am Kölner Dom direkt mit Zuschauern die Füße massiert zu bekommen. Macht er das gut? Er macht's gut, oder? Er macht's gut. Er macht's gut. Jetzt machen wir von oben nochmal mit der Daumen. Oh, sehr geil. Das Schöne ist, das sieht jetzt so ein bisschen aus wie Dr. Peter Smiths in der Klinik der Geilheit, so, weißt du? So ein bisschen. Oh, ist genau das schön. Das biete ich ja auch. Boah. Geilen Scheiß. Er macht das echt gut. Also dafür, dass du
Dazu. Wobei, also, hast du ein bisschen geübt vorher? Ich habe noch nie Füße massiert. Noch nie? Gesagt. Noch nee. Gar nicht? Auch Nein. Nicht so privat irgendwie mal so ein bisschen? Nee, meine Freundin mag Füße gar nicht. Die will nicht, wenn ich die anpacke. Oh, ja okay, manche also stehen Füße, drauf. Nicht die komplette Freundin. Manche stehen drauf, manche stehen drauf, manche finden es nicht so geil. Jetzt komme ich deinen Füßen schon wieder so nah, ey. Scheiße, Mann. Oh, ja, komm hier, Peter. Weil selbst wenn ich versuchen würde, den zu kitzeln, das würde ja. Ich nicht funktionieren. Nee, jetzt ist der gerade völlig tiefenentspannt. Ja, glaube ich. Oh, boah, möchtest du deinen anderen Fuß eigentlich auch noch das ist so gut. Ja, ich glaube mal ganz kurz den anderen Fuß, würde ich mal sagen. Oder was meint ihr? Ich glaube schon, ne? Den anderen Fuß auch noch mal kurz. Wenn der jetzt auch hier wieder, so tiefenentspannt ist. Na komm, wir machen mal hier eben wieder eben mit deinen Schuhen, die ich als 13-Jähriger so getragen habe. Puh, Junge. So, hier, mal kurz hier. So ja, komm. Ja, die sind doch voll schön. Wovon sind die eigentlich? Von Reebok, ja. Sagst du erstmal wieder kling. 50 Euro. Du musst ja den ausziehen, ne? Ja, Peter zieht den aus. Oh, da steigen schon die Dampfwolken auf. Boah, und Spaß, warte mal kurz. Ja. So, jetzt können wir das machen. Oh, boah. Hast du eigentlich deine Schuhe so? Ist das richtig, dass die so leicht hochgekrempelt sind, deine Hose so? Nee. Okay, eigentlich nicht, aber da, man muss ja, das ist ja voll Swag, weißt du, wenn die da so hinter diesen Laschen sind, weißt du? Ah, ja, verstehe. Ja, und daher fällt das eh nicht auf. Dann passiert das so automatisch, meinst du? Boah, ich glaube, die. Warte mal, wann die Bestrafung kommt jetzt, ne? Jetzt am Samstag, ja. Genau, jetzt am Samstag. Wenn du schon während, in Amerika bist. Genau, während wir schon unterwegs sind. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden wahrscheinlich so viel laufen, dass ich das in Amerika auch gebrochen könnte. Ja, tut mir leid, aber ich bleib leider hier. Ich hatte ja Lospech. Ja, Bram macht das bestimmt total freiwillig. Bestimmt, oder? Boah, ohne Spaß, das fühlt sich mit den Handschuhen mittlerweile so ekelhaft an. Das sind, muss ich die jetzt auch noch dazu so schön, geben. Ne? Das sind die Handschuhe, die meine Freundin normalerweise zum Kloputzen benutzt. Deswegen, ja, ja, die lacht, Dank. Der glaubt mir das jetzt nicht. Oh, ist das gut. Boah, Peter, ich muss da ganz ehrlich sagen, solche Bestrafungen könnten wir öfter machen. Ja, von mir aus, wenn ich mal der Gewinner bin, dann können wir solche Bestrafungen häufiger machen. Also du musst immer nur so entspannte Simulatoren zocken. Oh, ist ja? Das gut. Ich muss hier so eine Scheiße machen. Aber das Gute ist, die Leute gucken gar nicht mal so. Wir haben ja immer noch unsere Zuschauer hier, ja. Die genießen da sowas von. Aber ja, ist schön. Ich meine, wir sind ja auch in Köln. Die Leute sind einiges gewöhnt. Ich meine, so ein Mann, der dem anderen Mann die Füße massiert, auf das jeden. Ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Wahrscheinlich interessiert das hier gar keinen irgendwie. So, du musst sagen, ja. wenn du genug hast, sage ich jetzt. Ja, mal. Ich sehe gerade so. Ich sehe gerade so, wir sind jetzt bei knapp 7 Minuten. Ich glaube, boah, dafür zahlst du wahrscheinlich irgendwie in so einem Massagesalon bestimmt 20 Euro, wenn ja, du so. Mit Sicherheit! So 10 Minuten die Füße massieren lässt. Das ist eine richtige Massage und nicht hier so eine Peter macht einfach ein bisschen rumdrücken Massage. Das machst du aber gut. Die sind gelockert. So, ich glaube, ich werde dir jetzt noch 10 Sekunden geben und dann werde ich dich erlösen. Okay, jetzt mach ich den anderen noch mal kurz. Ja, komm, mach den anderen noch mal kurz. Ja. Der sehnt sich so danach. Oh, jetzt mach ich 10 Minuten Power-Massage. Boah, ja, auf jeden, ey. Und, Peter, ich erlöse dich. Das ist abgespritzt. So. Oh, boah, guckt euch das an, ey. Richtig schön gelockert. Oh, Peter, hast du noch abschließende Worte zu sagen? Hat Spaß gemacht? Nächstes Mal gewinne ich. Ja, hoffentlich. Ja, ganz schön. Und so kann es gehen, wenn man sich bei Challenge Strike auf miese Bestrafung einlässt. Ja. Und, wie schwitzig die sind. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich muss jetzt mal kurz das Bildschirm wieder hier rum. So. Hammer schwitzig. Ja, war auf jeden Fall sehr angenehm. Peter, ich danke dir. War schön. Ja, gerne. Gerne doch wieder immer, irgendwann mal. Vielleicht beim nächsten Mal gegen Bezahlung oder so. Da mache ich auch ganz andere Dinge. Dann würden wir einfach sagen, wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Genau. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.